mal wieder was Neues. Und ich möchte ein paar Neuheiten vorstellen und auch auf ein paar Spezialitäten der Montierung und vom Zubehör zu sprechen kommen, was vielleicht nicht ganz so allgemein bekannt ist und was vielleicht auch so ein bisschen in den Prospekten eher öfter nicht beachtet wird und wo man sich vielleicht auch keine Gedanken drum macht. Was ist so speziell an den Montierungen und am Zubehör? Ja, ich wollte die erste Viertelstunde etwa rein auf die Details von den Montierungen und auf die Neuigkeiten zu sprechen kommen. Und danach können wir dann gerne auch noch Fragen von den Zuschauern beantworten und kleine Diskussionen über das ein oder andere Thema führen. So, was haben wir hier? Wir haben hier eine GM 2000 und zwar das neue Kombi-Modell. Wir hatten ja früher bei den 10-Micron-Montierungen sowohl die Ultraport als auch die Monolith-Version. Die Ultraport konnte man hier in der Mitte teilen, und die Monolith-Version war hier fest. Jetzt hat sich aber herausgestellt, dass diese zwei Produktionslinien sehr aufwendig sind in der Fabrik und auch, dass viele Leute sagen, wenn ich die Ultraport habe, ist sie dann nicht so stabil wie die Monolith. Angst ist zwar unberechtigt gewesen, die sind genauso stabil gewesen. Dennoch hat sich den Micron etwas einfallen lassen, um diese beiden Produktdesigns in einer Art und Weise zusammenzubringen, dass es wirklich jeden zufriedenstellt. Und zwar mit dieser Kombi-Montierung. Sie hat die Möglichkeit, sie hier zu trennen. Das hier sind die Klemmen, die einen Rundschwalbenschwanz innen festhalten, absolut fest. Und wenn man die Montierung fest aufstellen will, dann hat man auch die Möglichkeit, hier mit Schrauben die beiden Achsteile, also Deklination und Rektaszension, fest miteinander zu verbinden. So kann man die Montierung, wenn man sich irgendwann mal umentscheidet, wenn man sie nicht mehr mobil nutzen will, sondern will sie in seine Sternwarte einbauen, komplett fixieren. Keinerlei Bedenken mehr zu haben, dass es hier irgendwelche Stabilitätsprobleme geben soll. Ja, weil Stabilität ist bei der Montierung auch ganz wichtig, weil sie eine sehr, sehr hohe Nachführgenauigkeit erreicht. Wir haben hier nicht nur, wie bei allen konventionellen Montierungen, die Sie so kennen auf dem Markt, die Encoder auf den Gut, ja, ich wollte darauf zu sprechen kommen, was ist so speziell an den Montierungen? Sie brauchen eine hohe Stabilität. Je stabiler der ganze Unterbau ist, umso besser, weil die drecken auf eine Genauigkeit von 0,5 Bogensekunden. Und da muss alles ultra stabil sein, ganz klar. Und so kommt es auch dazu, dass immer wieder, wenn sich jemand eine neue Montierung von 10-Micron kauft und hat vorher mit Montierungen ohne Achsencoder gearbeitet, dass dann die erste Frage kommt, es funktioniert nicht, ich krieg's nicht hin. Und dann stellt sich dann heraus, dass irgendwo eine Unstabilität ist und dadurch diese hohe Genauigkeit gar nicht erreicht werden kann. Zum Beispiel kann das passieren, dass Bohrschellen an dem Gerät sind, die nicht stabil genug sind. Oder es kann passieren, dass eine Schiene einfach zu flexibel ist. Oder dass der Image Train am Teleskop hinten eine Flexibilität hat und das deckt diese Montierung gnadenlos auf. Das merkt man dann. Wir haben mittlerweile in den letzten Jahren so viel Erfahrung damit gesammelt, dass es manchmal sogar reicht, wenn uns ein Kunde ein Foto schickt und wir sehen den Aufbau und dann wissen wir schon, wo liegt die Unstabilität. Also, wenn das dann einmal steht, wenn man alle Fehler und Störquellen ausgeschaltet hat, dann hat man tatsächlich eine Montierung, die auch in der Lage ist, gewisse Zeiträume angeleitet zu drecken. Das funktioniert mal weniger gut, mal besser, aber meistens funktioniert es sehr gut. Wir haben auch Montierungen stehen mit langen Brennweiten, die wirklich tatsächlich Minuten, mehrere Minuten, bis zu 10, 20 Minuten angeleitet drecken in Volkssternwarten oder auch, wir haben auch Kunden, die machen das mobil. Es steht und fällt mit der Qualität des Alignments und da ist es dann eben ganz wichtig, dass man möglichst viele Alignment-Sterne nimmt, die nicht zu tief ansiedelt am Himmel und auch bei dem Alignment ein paar Vorschriften beachtet, die alle in dem Buch sehr genau beschrieben sind. Dann bekommt man sehr gute Werte bei diesem Alignment hin. Am besten funktioniert es, wenn man einen Computer angeschlossen hat und das Alignment automatisch macht. Das geht auch mit Programmen wie Model Creator, wo man dann praktisch diese ganze Abfahren von verschiedenen Alignment-Sternen automatisiert. Man drückt einfach nur einen Knopf, dann wird die Montierung 50 verschiedene Himmelsfelder anfahren, Fotos schießen, die werden im Computer analysiert. Dann weiß der Computer, wo der Mittelpunkt des Gesichtsfelds war und alles wird
Bilder in die Elektronikbox der Montierung hier eingespielt und dann hat man ein perfektes Alignment. Ja, so viel erstmal zur Grundfunktion, was mit der Montierung möglich ist. Warum ist das möglich? Weil sich hier in der Elektronikbox ein Computer befindet. In der Elektronikbox ist eine Computerplatine mit einem AMD-Prozessor verbaut. Da läuft eine Linux-Firmware drauf. Es ist also ein kompletter PC quasi in dieser Box verbaut. Die Box ist in einer extra Tasche und man kann die jederzeit auch mal, wenn man, sagen wir mal, die Montierung draußen stehen lässt, mal eine Nacht gut abgedeckt und man nimmt dann die Elektronik mit ins Haus, dann hat man das empfindlichste Teil der Montierung sicher gelagert. Das geht natürlich auch bei Sternwarten. Wenn man in Sternwarten mal eine Zeit lang nicht arbeitet, dann kann man die Elektronik auch mit ins Haus nehmen. Dann liegt sie bei angenehmen Temperaturen. Das tut der Elektronik sehr gut. Ansonsten ist die Elektronik trotzdem sehr haltbar. Man kann also wirklich sagen, hier wurde viel investiert, um die wirklich so gut zu machen, wie es irgend geht. Die Platinen sind versiegelt. Und man hat hier auch einen sehr ausgefeilten Handcontroller. Das ist jetzt auch mittlerweile schon die zweite Generation. Man sieht hier ein sehr großes Display mit 4 Zeilen. Früher waren das 2 Zeile. Und das Ganze ist sehr gut ergonomisch. Man findet die Druckpunkte. Man kann es trotzdem auch mit Handschuhen bedienen. Also hier hat man aus den Erfahrungen der letzten Jahre gelernt. Wenn ich mich noch erinnere, ich habe meine erste 10-Micron-Montierung 2007 in Norwegen in der Sternwarte installiert. Und die läuft heute noch. Das war eine QCI damals. Und da sieht man, welche Qualität hinter der Mechanik steckt. Wenn mal was kaputt geht, das ist wie bei allen Montierungen, wie bei allen elektrischen Geräten, es ist meistens an einem Handcontroller oder an einer Platine oder an einem Stecker. Und das ist dann problemlos reparierbar, weil man eben hier auch die Möglichkeit hat, diese elektronischen Bauteile abzunehmen und einfach einzusenden dann. Ja, warum ist diese große Genauigkeit möglich? Die Motorencoder liefern das Signal über die Positionierung der Montierung, aber sie sind nicht allein. Sie haben bei dieser Montierung hier eingebaut noch Achsencoder. Und der Abgleich dieser beiden Encoder führt dazu, dass die Montierung jederzeit weiß, wie sie orientiert ist. Also in dem Sinn, sie können die auch per Hand verstellen und sie weiß trotzdem ihre Orientierung noch. Und das mit einer sehr hohen Genauigkeit. Das funktioniert mit einer Montierung, die keine Encoder hat, nicht. Und der Abgleich dieser Informationen von den beiden Encodern führt auch dazu, dass die Tracking-Genauigkeit umso größer wird. Dadurch werden viele Nachteile von schneckenradgetriebenen Montierungen gegenüber direkt angetriebenen Montierungen ausgeglichen. Das sogenannte Getrieberauschen von ungefähr 0,5 Bogensekunden, das hat man immer noch, aber das ist auf einem Niveau, wo man wirklich sagen kann, bei den allermeisten Anwendern auf den Astrofotos wird man davon nichts mehr sehen, weil ganz einfach auch schon das Seeing und andere Effekte sich in wesentlich größeren Skalen bewegen oder abbilden als jetzt die Ungenauigkeit der Montierung. Ja, so viel zu der groben Funktionsweise der Montierung. Worauf ich noch zu sprechen kommen wollte, ist dieses ganze Design der Montierung. Man sieht es, es ist alles sehr ergonomisch, es ist alles abgerundet, man kann nirgendwo hängen bleiben, man kann die wichtigsten Bedienknöpfe sehr gut erreichen und auch mit Handschuhen greifen. Und ganz besonders wollte ich noch das Stativ erwähnen, weil wir immer wieder gefragt werden, warum ist das Stativ so teuer? Es gibt doch viel günstigere Stative am Markt. Warum nehmen wir nicht günstigere Stative? Also auch dieses Stativ wurde bei 10-Micron selbst entwickelt und jedes einzelne Bauteil wird bei 10-Micron selbst hergestellt. Ich war im Werk dort gewesen und habe fasziniert gesehen, dass sogar die Drehknöpfe hier unten am Stativ, alles wird dort einzeln hergestellt und alles ist darauf optimiert, ergonomisch zu sein und dass man es auch mit Handschuhen und nachts greifen kann, nicht suchen muss, dass man sich auch nicht verletzen kann, nirgendwo hängen bleibt. Die Stabilität ist extrem hoch, weil wir hier nicht nur zwei, sondern wie bei manchen Holzstativen auch ein drittes inneres Element haben, das man ausfahren kann. Und auch zum Beispiel die Aufnahme dieser Beine oben. Das ist auch alles bei 10-Micron im Werk, mit hochwertigen CNC-Fräsen. Alles Stück für Stück wird einzeln hergestellt. Ja, und diese Qualität, die hat natürlich ihren Preis.
dieses Stativ, das steht extrem stabil. Und mal ehrlich, sowas kauft man sich ja nicht so oft. Und wenn man hier spart, dann spart man eigentlich am falschen Ende, weil eine Montierung kann immer nur so gut sein wie ihr Unterbau. Wenn der Unterbau wackelt, das werden Ihnen die Astrofotografen, die wirklich die hochwertigsten Bilder machen, wie zum Beispiel Christoph Kaltseis, der hier in der Session ist, den ich sehr begrüße, die können Ihnen das erzählen. Es muss wirklich von oben bis unten alles passen. Ansonsten ist die Qualität, die er herbringt, einfach unmöglich. Ja, was natürlich bei so einer Montierung auch ganz wichtig ist, das ist die Software, mit der sie läuft, die Firmware. Und hier wird ständig weiterentwickelt. Immer wieder gibt es neue Firmware-Versionen. Es wird auch immer wieder auf die Kunden gehört. Es gibt, wie bei allen Firmwares, gibt es irgendwo mal dies oder jenes, womit der Kunde nicht zufrieden ist wo sich herausstellt, es funktioniert bei manchen gut, bei anderen funktioniert es nicht so, wie es soll. Und hier ist ein ständiger Entwicklungsprozess. Wir haben zum Beispiel in den letzten 2-3 Jahren öfter von Kunden gehört, dass die Montierungen in manchen Situationen, vor allen Dingen je nachdem, was oben auf der Montierung drauf war und wie es unten drunter unterbaut war, gab es interne Resonanz und man konnte Geräusche hören. Die haben den Leuten nicht gefallen. Zwar nicht bei jeder Montierung, nur bei manchen. Und da wurde entwickelt eine neue Firmware, die andere Motoransteuerfrequenzen hat. Und das hat eine Zeit lang gedauert, hier das Optimum zu finden. Und mittlerweile in der Firmware Version 3, die es jetzt gibt, ist dieses Problem komplett behoben. Wir haben keinerlei Kommentare von Kunden mehr, die sagen, die Montierung macht mir manchmal zu laute Geräusche. Im Trekken ist sie sehr leise, im Sluhen ist das Geräusch sehr, sehr angenehm. Es ist ein sehr hochwertiges mechanisches Surren und kein Rattern und Knattern, wie man das vielleicht schon gehört hat, wo man gesagt hat, oh, die Montierung hier, die ist, hört sich sehr rau an. Diese Montierung hier ist dank der Riemenantriebe, die hier drin stecken, wirklich sehr leise. Michael? Ja, Christoph? Ja, also ich kann es jetzt von Michael nur bestätigen, ich verwende jetzt die Micron schon eine Zeit lang und wie Michael gesagt hat, wenn man sich an das Prozedere der Micron hält und auch der Unterbau und das Stativ, ich habe es selber, eine mobile Platte, habe noch das Stahlversion des Stativs, muss ich sagen, das, was die Micron zu leisten imstande ist. Und ich habe eben noch ein unveröffentlichtes Bild, was ich jetzt noch zeigen könnte, bei unglaublichen 3913 mm Brennweite. Und ja, wenn du es auf den Bildschirm kriegst, geht das? Ja, kann man den Christoph freigeben? Ja. Darf ich teilen? Ja, teil. So, Sekunde. Würde mich jetzt auch interessieren. Das ist unveröffentlicht. Einfach um mal zu schauen, was kann die Montierung? Und dann mal richtig reinzoomen. Das ist die NGC 2841 bei 3900 mm Brennweite angeordnet. Mhm. Wie viele Fotos? Welche Belichtungszeit? Das sind 45 mal 300 Sekunden. Mhm. Und welches Instrument? C14 Edge. C14 Edge? Bei 3913. Mhm. Also das ist schon... Das ganze Feld passt und wenn man da reingeht und die Sing-Werte waren sehr gut, also Pixelscale 0,31, wo du auch gesagt hast, okay, Getriebe rauschen alles, aber die Micron, wenn alles stabil läuft, kriegt man die in der Qualität hin, wo man sagt, das gibt's gar nicht. Ja. Das ist einfach zu geil, das ist unmöglich. Man muss eins sagen, du hast natürlich auch einen Bombenhimmel an deinem Standort. Was hast du für Sing-Werte schon gehabt? Ja, also da sind die Sing-Werte bei 0,5 Sekunden in die Belichtungszeiten. Also du, ich bin lieber, am theoretischen Limit. Das ist Micron. Ja fast Chile. Ja, das ist aber der theoretische Limit der Micron. Also das ist 3900 mm angeguided, ist machbar. In Serie über 2 Nächte, 2 Meridiane machbar. Ja, ist also ja irre. Ich stopp das jetzt mal. Also ich kann das, was Micha sagt, nur eben unterstreichen, wenn man sich an die ganze Systematik hält, wie ist vorzugehen, das Pointing, alles, was ihr auch den Kunden mitgibt, wie ich es auch von euch gelernt habe. Das funktioniert. Die Handbox hat noch was, die ist auch beheizt. Das kennt man aus dem Winter. Wenn es dann kalt ist, werden die Display-Funktionen langsam. Nein, die nicht. Die ist beheizt, da kann ich mitlesen, die ist schnell. Wenn man was sucht, Dropdown, das zieht runter, dass man, also in Summe ist das die Montierung, von der man nie wieder loskommt. Will man ja gar nicht. Also fertig. Freut mich. Vielen Dank, Christoph. Das war eine super Präsentation von dem Foto. Das ist immer wieder atemberaubend, was wirklich geht, wenn man sich so wie du dahinter klemmt und sich damit auseinandersetzt.
Und trotzdem macht die Montierung einem auch relativ einfach. Wir haben eine Schnellstartanleitung und wir garantieren jedem Amateur, dass wenn der Rest der Ausrüstung stimmt, sprich, dass keine labilen Schwalbenschwänze drin sind, dass der Image-Train stabil ist, dass auch bei einem Spiegeltelescope die Spiegel stabil sind, dass man dann tatsächlich in der ersten Nacht schon sein erstes Foto unguided, vielleicht nur mit ein paar Minuten, 1, 2 Minuten oder 3 zumindest hinbekommt mit dem Alignment-Verfahren von 10 Micron und den Möglichkeiten, die die Firmware bietet. Ja, und ansonsten, das ist jetzt die GM 2000. Wir haben natürlich eine ganze Auswahl an Montierungen von 10 Micron von verschiedenen Größen und auch für verschiedene Zwecke. Wie machen wir das, Carlo? Ich würde gerne mal näher an die 1000 gehen. Kannst du mir ganz kurz helfen? Dann könnte man nämlich Ihnen mal die 1000 zeigen. Und zwar AZ 1000. Wir haben nämlich beide Montierungsbauarten. Also die 1000, die 2000 und die 3000 existieren auch als AZ-Montierung. Die kann man auch als AZ-Montierung kaufen. Jetzt fragt man sich natürlich, warum macht man sowas? Ich glaube, man kann es hier schon sehen. Man kann die Montierung relativ schnell aufbauen und einordnen. Und wenn es jetzt nur ums Beobachten geht, dann ist das hier wirklich extrem praktisch. Wir haben gerade vor kurzem in einer Volkssternwarte eine AZ-2000 aufgebaut. Die 2000 hat den Vorteil, das kann jetzt die AZ-1000 leider nicht, dass man auch zwei Teleskope parallel daran montieren kann. Und in dem Moment hat man dann zum Beispiel auf der einen Seite einen Sonnenrefraktor oder einen Refraktor für größere Gesichtsfelder nachts. Und auf der anderen Seite kann man einen Schmidt-Cassegrain oder einen CDK montieren, für wirklich Vergrößerung, kleinere Objekte zu fotografieren. Und das geht auch fotografisch. 10 Micron bietet mittlerweile auch einen Derotator an. Die Funktion des Derotators ist mittlerweile in der Firmware integriert. Allerdings sind die Derotatoren eher für größere Geräte geeignet. Für kleinere Geräte kann man zum Ausgleich der Bildfelddrehung bei azimutaler Montage zum Beispiel auf einen Optek-Derotator zurückgreifen, der auch mit den 10 Micron-Montierungen funktioniert. Jetzt werden sich viele 10 Micron-Fans, die die Montierung kennen, auch fragen, was ist denn das? Die ist ja Silber. Ja, das ist ein Sondermodell, das wir herstellen haben lassen auf Wunsch für eine reine Sonnenbeobachtungssache. Deswegen ist das hier Silber. Normalerweise gibt es bei 10 Micron eine große Auswahl an Farben. Solange es schwarz ist, können Sie alles bekommen. Außer es gibt natürlich die großen, ganz großen. Und dann zeige ich Ihnen das mal kurz rumdrehen. Carlo, hier haben wir zur Ansicht, ich schiebe mal den Wagen weg. Und zwar, hier sieht man, das sind die größten 10 Micron-Montierungen, die es gibt. Das sind die AZ-Serie. Das ist jetzt nichts unbedingt für in jede kleine Gartensternwarte, sondern sie nimmt Teleskope bis, das ist jetzt die AZ-5000, die nimmt Teleskope bis 60 cm etwa auf. Und dann haben wir noch eine Nummer größer, die AZ-8000, die ist jetzt hier nicht zu sehen. Darin kann sogar in Meterspiegel verpackt werden. Und man muss sich vorstellen, was können diese Montierungen jetzt? Das sind tatsächlich direkt angetriebene Montierungen. Die können extrem schnell und extrem genau treffen. Und dadurch, dass die Gabel sehr massiv ist, bleibt das Bild auch bei schnellen Tracking-Aufgaben. Und hier geht es vor allen Dingen um Satellitentracking, extrem stabil. Wir haben das also erste Tests gesehen mit den Montierungen. Das ist wirklich sagenhaft, wo andere Montierungen und Teleskop-Setups, wenn sie so einen Satelliten mit Hochgeschwindigkeit am Himmel fangen, erstmal etwas hin und her schwingen, wenn sie sich einpendeln auf den Satelliten, da bleibt die AZ-Montierung einfach bocksteif und trägt den Satelliten sofort auf den Stand. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Ja, und wir haben natürlich bei 10 Micron auch noch eine ganze Serie von verschiedenen großen Montierungen für den Amateur von der 1000, 2000 über die 3000, 4000 und dann die AZ-Montierungen. Es gibt sie alle auch als AZ-Version. Wir haben noch einen Vorteil von den AZ-Montierungen vielleicht, dort wo wenig Platz ist, da kriegt man die oft besser unter, als wenn man jetzt eine parallaktische Montierung mit der Polachse sauber ausrichtet und dann hat man doch die Schwenkbereiche mit den Gegengewichtsstangen und allem. Die AZ sind da ein bisschen gutmütiger und wenn Sie dann mal auf unsere Webseite schauen, wir teilen nachher auch den Link. Wir haben gerade vor wenigen Wochen bei der Sternwarte in Rodewisch eine AZ-2000 montiert. Auf der einen Seite C11, auf der anderen Seite Tech 140. Und das hat richtig Spaß gemacht, vor allen Dingen, weil sie dort für die Beobachtung gedacht ist.
Und in dem Moment, wo man mit der Montierung ein 3-Sterne-Alignment macht, und dann ist es das und die funktioniert. Und wenn man das 3-Sterne-Alignment abgespeichert lässt, dann kann man auch in der nächsten Nacht, dann slut man einfach nur auf einen Stern und drückt Sync für 3 Sekunden. Und danach hat sich das Bild wieder synchronisiert, das Sternbild in der Montierung mit dem Himmel synchronisiert und man kann weiterarbeiten. Diese Sync-Funktion sollte man allerdings nicht 20, 30 Tage lang hintereinander ausführen, weil dann ist hinterher das ganze Modell korrumpiert. Also das ist ein guter Trick, den kann man mal 2-3 Mal machen. Und ansonsten macht man dann einfach in einer Nacht nochmal ein schnelles 3-Sterne-Modell. Das geht tatsächlich innerhalb von 5 Minuten. Wobei klar ist, wenn man eine höhere Genauigkeit haben will, wenn man Astrofotografie betreiben will mit Derotator und so weiter, dann gilt dasselbe wie bei den HPS-Montierungen. Dann braucht es ein vernünftiges Sternenmodell mit vielen Sternen, möglichst genau, um hier ein genaues Tracking zu erreichen. Ja, das war's von meiner Seite jetzt. Und ich würde jetzt gerne noch auf Fragen zurückkommen, wenn Sie noch spezielle Fragen haben oder ich habe was vergessen, was Sie interessiert, dann können wir das jetzt gerne machen. Mein Kollege setzt sich jetzt an den Computer und wird dann schauen, dass er mir da hilft. Er hat auch die Webseite offen und viele Informationen. Also wenn Sie jetzt noch eine Detailinformation möchten, gerne.